Hallo und herzlich willkommen zurück zu Craft the World mit den super fleißigen Superzwergen. So, wir haben die Nacht überstanden, die haben uns die Wand eingerissen, wunderbar. So, und zwar würde ich jetzt gerne hier weitermachen, Freunde, wenn es dann irgendwie okay wäre, ja. Also hier, jetzt geht mal Gummi. Wir haben nicht ewig Zeit, ja. Ach ja, ist nicht so einfach mit den Zwergen hier. Aber ich glaube fest an sie, die werden es schon schaffen. So, eine Leiter da hoch irgendwie. So, ich habe jetzt irgendwie lange nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht, was wir alles gemacht haben. Wir haben, genau, wir müssen noch das Dorf-Ding jetzt zerstören. Sonst kommen die wieder. Bevölkerungszuwachs, wir haben einen neuen Zwerg gekriegt. Supi. So, den will ich natürlich direkt mal gerne ausstatten. Ich glaube, das war, weil einer gestorben ist, ne? Das ist natürlich ein bisschen blöd. Sterben ist nie gut. Auch bei Zwergen nicht. So. Du brauchst eine Axt, du brauchst eine Picke und... Oh, ein Skelett. Sehr gut. 17 Schaden zu Keule macht 15 und der Koboldspeer macht auch 17. Ein bisschen Abwechslung. Nehmen wir mal ein Skelett. Sebel. Die machen alle mehr, oder? 20, genau. Und das Ding? 17. Dann, ja. Abwechslung muss sein. Der hat einen Bogen. Das ist okay. So. Hier wird hoffentlich endlich mal gebaut. Oh, ich brauche mehr Holz. Mehr Holz. Und am besten... Ring. Ich muss sagen, ich habe inzwischen halt einiges dazugelernt, weil ich selbst noch ein bisschen privat gespielt habe. Und wir können die Zeit vordrehen. Und zwar, zack, doppelte Zeit, Geschwindigkeit, perfekt. Finde ich super. So. Was gibt's hier sonst noch? Wir haben soweit erstmal alles, genau. Was müssen wir eigentlich machen? Wir müssen... Tech Tree, das hier bauen, um überhaupt weiterzukommen. Und ach genau, das hier auch. Fischen, angeln und so weiter. Das können wir mal in Auftrag geben, langsam. Hier sollte irgendwo die Angel sein, genau. Machen mal eine Angel. Wo ist mein Holz? Da ist mein Holz. Ein Seil. Und ein Erz. Zack, eine Angel. So, dann... Ja. Was, eigentlich können wir jemanden hier... Ist das Wasser sammeln? Hier haben wir Fische. Angeln. So, irgendeiner wird jetzt gleich anfangen zu angeln. Wasser brauchen wir auch, deswegen ist es okay mit dem Wasser sammeln da vorne. Hier wird es langsam dunkel. Haben wir noch Material für eine coole Wandlaterne? Ja, haben wir. Glas und Öl und Holz. Dann machen wir das mal. Zack. Und hängen direkt mal hier das Ding auf. Und genau, Holzwände brauche ich für mehr Wand für unser tolles Haus. Ein bisschen mehr machen, weil wir sammeln ja eh gerade Holz. So, dann... Hier. Da gehen wir weiter. Was ist denn da runtergefallen? Eine Schnecke. Ich muss auch dringend mal hier aufräumen. Die ganzen Schnecken sind echt ein bisschen nervig. Oh. Na, weiter geht's, bitte. So, da kannst du noch hinbauen. Da noch eins. Und hier gibt's Gummi. Sehr gut. Schön, schön. So, und dann kommt hier oben das Dach hin. Da würde ich ja nicht gleich noch mal außen weiter verlegen. Sehr gut. Das kriegen wir eh nicht hin. Aber das. So, was für ein Dach machen wir denn? Ich meine, wir müssen ja sowieso so ein komisches... Die Schindeldächer müssen wir ja so oder so machen. Deswegen können wir das einfach mal annehmen, angehen. So. Du willst Kohle und Wasser. 27, zack. Alles, was wir haben, direkt mal daher bauen. Prima. Okay, dann brauche ich mehr Leitern für außen lang, damit meine Zwerge,
das Dach hochklettern können, um das Dach zu legen. So. Ich hoffe, das reicht. Dann holen wir das weg hier. Weg, weg. Vielen Dank. So. So hoch muss das. Dann kommt noch ein Leiter hier hin. Dann kommt da noch ein Licht hin. Nicht dahin, sondern dahin. So, dann hier noch das. Kommt, Freunde, es wird Nacht. Wir müssen voran machen, bevor wieder die Zombies an die Tür klopfen. Das ist nämlich nicht so schön. Los, Freunde, wir können es schaffen. Ja, wunderbar. Angeln erledigt. So. Ganz schön dunkel hier. Können wir ja mal. Hier noch ein Lämpchen, da noch ein Lämpchen, da noch ein Lämpchen. Wo sind wir angegriffen? Da hinten. Der Fischer. Angegriffen. Jetzt können wir bald lecker Fischzeugs braten. Können wir das schon machen? Ja? Fischeintopf. Ach ne, der muss ja nach Hause kommen. Gut. So, Flappy Bird fliegt dann lang. Kann man da nicht anklicken, auch nicht schlachten oder so. Ich glaube, hier sollten wir mal eine Tür hinbauen oder so, weil hier klopfen sie regelmäßig an der Tür. Und jetzt schon wieder. Was war los? Fieser Fettsack wieder unterwegs. So. Da klopfen sie dann. Freunde, ihr seid wieder am Langweilen. Kein Thema. So. Und das Dach natürlich. So, jetzt können wir Fischeintopf machen. Oh, ich habe nicht genug Kohle. Dann müssen wir halt. Das ist natürlich blöd. Brauchen mehr Kohle. Und Dach. Dach, Dach, Dach. So. Zack. Die Wand zerschlagen. Attack, mach sie fertig. Ach ja, hinten. Stimmt, ich hatte mich ja auch gesagt, das Ding mal abreißen. Das wäre ganz gut. Sonst spawnen da wieder neue Viecher. Die Dinger müssen wir abreißen. So, das muss auf Down. Mal reinzoomen. Und kaputt. Können wir neue Ressourcen? Weil das Ding lässt nämlich auch Sachen fallen. So, Nägel habe ich gerade schon gesehen. Das ist immer gut. So, dann die Büsche abhacken und danach bitte die Erde drunter, damit ich hier die Tür reinbauen kann. So, das auch schon mal abhacken. So. Halt weg da. Oh, was haben wir gekriegt? Buch des Jägers. Aha, aha. Halt, ausrüsten. Und zwar haben wir einen Jäger? Wahrscheinlich nicht, oder? Krieger, Tischler, Schwimmer, Kletterer, Schmied, Tischler, Lagerbäuer, Müller, Koch, Magier, Kletterer, Fischer, Koch. Meine Güte, dann geben wir mal dem hier den Jäger. So, du bist jetzt Jäger. Herzlichen Glückwunsch. Das noch weg. Und das noch weg. Was gibt's hier Neues? Was haben wir gefunden? Eine rostige Skelettkeule. Die macht auch nur 17 Schaden. Also von daher nicht so wichtig. So, Leute, macht hinne hier. Und da können wir auch mal weiter bauen. Sehr schön. Okay. Ups, da Wand hin. Da auch. Da kommt das erste Dach. Sehr gut. So. Nacheinander aufbauen, bitte. Und ah ja. Hier noch Wand, Wand. Hier kommt eine Tür. Zack. Dann ist das Haus fast fertig. Das ist schön. Das Dach ist auch sehr cool. So, ich brauche noch mehr Holz. Wände. Für mehr Wände. Zack. Wunderbar, und zwar hier oben die noch. Nein. Nicht da. Sondern da. Vielen Dank. Und dann
Ja, haben wir schon mal ein schönes Haus. Mit mehr Dach, aber sind wir dran? Ein Paket. Ein Paket. Mit einem Weihnachtsmann-Oberteil. Yay. Es ist noch weihnachtlich. Ja, wir haben gerade kurz vor Neujahr bei mir. Setzen wir noch fleißig, ne? Ja. Wunderbar. Ich glaube, die Laternen. Lampe entfernen, Lampe entfernen. Lampe entfernen. Die tun wir dann eher hier hin. Und dahin. Die bringen die gerade zurück. Und noch eine dahin, weil hier kommen schon die ersten Schnecken und ersten Gräser. Oh, lass das sein. Tschüss, Schnecke. Ist runtergefallen, die Schnecke irgendwo. Na toll. Mach das Dach da drauf. Los, Freunde, los. Es wird Zeit. Jetzt kommen die Blätter und Schnecken. Das ist nicht so gut. So, und ich würde gerne die Schmiede und alles, was man so zum Craften halt braucht, gerne in das Haus verfrachten. Das heißt, auch das Ding. Ja, mach die Schnecke weg. Vielen Dank. Lagerfeuer entfernen. So, und dann mach doch mal das Dach fertig. Mensch, Leute, es zieht. So, dann können wir nämlich jetzt mal die Dinge da wieder reinpacken. Wo waren sie noch gleich? Hier, Werkbank, Schmiede und das Kochding. Das ist hier. Sehr gut. Kochen tun wir mal hier und die Schmiede und die Werkbank. Kann ich hier hin? Nein, die kann... Ah, die kann dahin. Sehr gut. Das passt doch. Uppa. Okay, kann doch nicht. Dann Werkbank. Ups. Ach, da ist es wieder soweit. Die Werkbank kommt dann eben so hier hin. Und da greifen sie wieder an. Nicht so schlimm. Wir machen es schnell. Auf der Haustür hast du hier. Du hast keinen Schaden. Auf, auf, Leute. Schlafen gehen. Und ihr kämpft noch. Ist okay. Na komm. Guckt nicht nur zu, macht was. Mensch, Leute. Tut mir das nicht an. Dann geh ich ausruhen. Und ihr kämpft gefälligst weiter. Los. Kann ich das nicht kaputt machen? Schade. Ja, hopp. Macht hinne. Mensch. Was haben wir gekriegt? Neue, ah, Weihnachtsmantel. Ja, super. Den krieg ich direkt hier der erste Mal angelegt. Hopp. Wunderschön. Du bist ein kleiner Weihnachtsmann, du Zwerg. So, mehr davon. Kampf, Leute. Du machst auch noch fertig. Dann tun wir nämlich am nächsten Tag mal was gegen die Grabsteine hier unternehmen, weil da spawnen die nämlich raus. Und wenn wir die entfernen, haben wir auch weniger Monster. Und das wäre natürlich schön, wenn wir das schaffen würden. Wie schaut es hier unten aus? Habe ich hier noch was zu graben gerade? Nö. Gut. Hier ist noch ganz viel Kohle, die wir noch brauchen, aber nicht jetzt. Erstmal Monster. So. Kurz mal die Zwerge checken. Da müssen so einige schlafen gehen. Sieht doch gut aus. Du siehst das. Na, geh mal schlafen. Du schläfst schon. Du gehst auch mal schlafen. Du bist noch fit. Du musst auch schlafen. Da haben sie ja ganz schön auf Näschen gekriegt, die Zwerge. Ja, das ist schlecht. So, da bringen wir dein Zeug weg und dann geh du auch mal schlafen. Tapa, tapa. Ach, ihr geht direkt schlafen, gut. Los, brav. Du gehst schlafen, genau. Du tust gerade nichts. Du tust schlafen, schlafen. Sehr gut. Damit hätten wir alle Zwerge großteils versorgt. Das heißt, es ist Nacht abwarten. Unser Haus ist fertig. Wir brauchen nur noch ein bisschen Deko. Was mit euch zwei? Könnt ihr schon mal hier bitte wieder die Leiter abbauen?
brauchen wir nämlich jetzt erstmal nicht mehr. Aufwerk, entferne Leiter. Was kriegt er eigentlich hin, denke ich mal, ne? Ja. Ist ein kluger Zwerg. Ganz kluger Zwerg. Sehr schön. Das Schaf können wir mal down machen bei Gelegenheit. Und dann kümmern wir uns mal um die Grabsteine. Und zwar graben, graben, graben. Das auch. Graben, graben, graben. Und hier sind noch drei. Wir haben schon mal wenigstens nachts keine Skelettinvasion mehr. Das ist sehr gut. So. Supi, supi. Wie schaut's hier aus? Wir haben einen Riesenberg. Und keine Grabsteine. Sehr gut. So. Wir werden auch bald gleich wieder mal aufstehen. So, genau. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, machen wir dann die Grabsteinbeseitigung für weniger Skelette in der Nacht. Bis dahin. Ciao, ciao.